Die Pressekonferenz war eigentlich schon zu Ende und dann hat der Polizeipressesprecher nochmal das Podium betreten und hat gesagt, er sei wohl etwas voreilig gewesen. Der Staatsanwalt hatte vorher erklärt, dass es noch keinen Haftbefehl gegeben habe, weil die Dame erstmal, die Frau erstmal stabil sein muss. So, und dann muss wohl zwischen Ende der Pressekonferenz und ungefähr 25 Sekunden später dann tatsächlich die Information weitergeleitet worden sein, dass es jetzt einen U-Haftbefehl gegen die Mutter gibt, gegen die Tatverdächtige und dass sie sich jetzt auch schon in U-Haft befindet, was der Staatsanwalt jetzt noch nicht wusste, ob es in einem Justizvollzugskrankenhaus ist oder in einer normalen JVA für Frauen. Allerdings ist das jetzt die Meldung, dass dann wahrscheinlich der Gesundheitszustand sich auch wohl gebessert hat. Und jetzt muss man halt mit ihr sprechen. Jetzt muss es ein psychiatrisches Gutachten geben. Und jetzt kann man hoffentlich damit beginnen, die Tat aus ihrer Sicht weiter aufzuklären. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.